Aha, die Pferde hier könnten mir auch gefährlich werden. Oder auch nicht. In diesem Fall eher nicht. Die sind nicht in meiner Schussweite. Reichweite. Drehen euch, dreht euch, so. Drehen euch. Genau, drehen euch. So, jetzt sind sie aber im Schussfeld meiner Menschen hier. Meiner Soldaten. Und sie ziehen sich zurück. Ziehen sich zurück. Das mache ich eigentlich immer. Für viele. So. Da. Haben die noch was? Was da drüben abgeht, gefällt mir nicht. Was sind es denn für Einheiten? Ah, normale. Ach ja, manche sagen, oder von einem habe ich es jetzt mal gehört, ja, wieso ich nicht so nah an meinem Nahkampf hingehe, so wie jetzt hier so. Ja, wie soll ich dann hier alles kontrollieren? Das ist nicht so einfach. Ist wirklich nicht einfach. Ha, eigentlich habe ich ja nur noch die da hinten. Ja, und die da von der Seite. Aber es sind jetzt nicht wirklich heftige Gegner. Die da sind schon schlimmer. Deshalb mal Nahkampf machen. Ihr. Ihr sollt laufen. Könnt ihr nicht laufen, wenn ich euch den Befehl gebe? Nein, könnt ihr nicht. Oh. Schlecht. Erstmal aufbauen. Die kommen ja doch recht schnell. Recht schnell. Sehr schnell. Hey, wie schnell rennen die? Die sind sogar außer Atem und rennen noch so schnell. Haha. Aber gleich werden die nicht mehr so rennen. Ah. Nicht schießen. Nein, ihr dürft nicht schießen. Genau. Genau, ihr sollt euch zurückziehen. Und ich kann jetzt in Ruhe Nahkampfangriff machen. Allein durch die Massen müssten die eigentlich sich dann schon ergeben. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir können auch sogar in die Ansicht hier reingehen. Wie geht denn das nochmal? Ah ja, so sind wir jetzt in der Ansicht der Menschen. Ist eigentlich ganz lustig gemacht. Kann man durchwechseln die Reihen und... Ach, jetzt bin ich weggegangen. Ja. Ja, im Nahkampf schaut es ein bisschen komisch aus. Naja. Manchmal kriegt man aber gute Szenen zusammen. Ach ja, sie ergeben sich. Genau. Ihr gebt Power. Powerstoff. Es fallen zwar jetzt einige. Oh ja. Aber halt alle konzentrieren sich auf den einen Punkt. Schon heftigst. Ich meine, was wollen die gegen so viele ausrichten? Ja, ihr wollt euch niemals zurückziehen. Ich glaube, dann habt ihr Pech gehabt. Das mache ich nämlich erst recht nicht. Wow! Ist es noch schön? Ist es noch schön?
Ich weiß es nicht. Ah, sind es viele. Manche hängen hier so total rum. Ach ja. Übelst. Ich hol die einfach auch noch mal. Ja, Gebäude eingenommen. Gut. Und feindlicher General getötet. Das heißt, die werden sich eh bald zurückziehen. Gehen wir mal auf den General. Nur auf die Pferde. Ja, nicht stehen bleiben. Laufen. Ja. So. Es sind so viele da drüben. So viele, dass sie rückwärts laufen müssen. Ich sage jetzt mal nichts. Die werden noch mal ordentlich schieben. Oh ja. Die schieben schon ganz gut. Und sie ergeben sich. Welch Zufall. Und ich sag Angriff. Schnell. Ja, ich mach Gefecht beenden, sonst müssen wir notfalls noch die ganze Zeit hinter denen herrennen. Ah ja, hier. Louis XVI. Von Frankreich. Ist es ein Aufstand? Ein französischer Herzog. Nein, Herr, es ist eine Revolution. Okay. Ja. Naja, die hatten viel weniger, aber... Aber wir wollen dann nicht so sein. Sie haben gut gekämpft. Gelogen. Nun auch erstmal hier neu zuteilen. Dahin. Dahin und dahin. So. Eigentlich wieder ganz gut. Nein, da noch nicht. Wunderbar. Wunderbar. Wow, meine Leiste ist ja so hoch. Erstmal abarbeiten. Agent rekrutiert. Schon wieder? Nee. Feindlicher Raubzug. Leibniz. Leibniz. Cool. Leipzig. Ich habe gerade an Kekse gedacht. Leipzig. Feindlicher Raubzug. Thüringen. Rebellion. Nein. Wo? Da. Könnt ihr mich einmal verschonen? Weiter! Dann Angriff und Angriff. Rebellen müssen niedergeschlagen werden. Ja. Aha, die haben nur so einfache Milizen. Außerdem sind das ja nicht alle. Wir haben ja noch eine zweite Armee. Schaut mal an, wie viele Sterne der da hat. Hat er massig Sterne. Wir machen nicht automatisch, weil hier schaut so mittig aus. Aber, wie schon gesagt, wir haben noch eine Armee. Und hier steht nichts außer einer verlorenen Schlacht kann halb so melancholisch stimmen wie eine gewonnene Schlacht. Gut. Ja, wieder ein kleiner Schnitt, damit ihr nicht warten müsst. So, wir sind wieder da. Und auch nochmal kurz weg.